Einen wunderschönen guten Abend. Ein großes Hallo an euch alle da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr kennt den Drill. Wir haben wieder unsere Dresden-Livestreams heute für euch am Start. Cha-cha-cha, das erste Thema. Und danach die selbsternannte Disco-Fox-Hummel, ja? Der Mario mit Disco-Fox. Wenn ihr mich hören könnt und unser Titelbildchen schon sehen könnt, dann schreibt doch einfach mal in den Chat, von wo aus ihr guckt. Wir würden uns sehr freuen, denn dann starten wir in wenigen Augenblicken mit unserem ersten Livestream-Workshop für heute. Da schreiben mir schon einige, die Renate ist am Start aus Leonberg. So, wo liegt denn Leonberg, Renate? Kannst du mal ein Bundesland schreiben? Da sind wir, der erste Dresden-Livestream für heute, für Mittwoch. Einen großen Online-Applaus für den Flo und die Muriel. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Ja, Muriel wieder an meiner Seite. Ich bin's, Flo. Und ja, heute wieder Cha-Cha-Cha. Hat uns so gut gefallen und letzte Woche hat es Spaß gemacht. Und das kam auch sehr, sehr gut bei den Leuten an. Deswegen gibt es heute noch mal eine kleine Cha-Cha-Kombination. Nächste Woche gibt es dann etwas anderes. Seid gespannt, was passiert. Habt ihr vielleicht schon auf dem Stundenplan gesehen. Ansonsten auch nochmal von meiner Seite aus kurz den Soundcheck. Könnt ihr mich gut verstehen? Dann gerne einmal dem Ben ein Feedback geben im Chat. Daumen nach oben oder reinschreiben. Flo, man versteht dich gut. Ja, dann haben wir da auch oder sind wir da auf jeden Fall auch auf der sicheren Seite, dass wir dann gleich in wenigen Sekunden auch gut durchstarten können. Ja, und meine Frage wurde direkt beantwortet aus dem Chat. Oh. Die Renate geschrieben, ist in der Nähe von Stuttgart. In der Nähe von Stuttgart. Da, da weiß ich, wo das ist. Also zumindest Stuttgart weiß ich, wo das ist. Ja, Stuttgart weiß ich auch, wo es ist. Aber Leonberg. Und Leonberg Sabrina grüßt aus Basel. Aus Basel. Hallihallo. Sehr schöne Stadt. Schön. Gut, also es sind anscheinend ein paar Leute da. Wenn das ist ja schon mal beruhigend, dann sind wir wenigstens nicht nur zu dritt hier. Also sind wir wenigstens. Nein. Dann würde ich sagen. Wenn du sagst, ich darf starten. Hör mal, du kannst machen, was du möchtest. Du bist der Tanzlehrer hier heute. Das habe ich auch noch nie gehört. Ne? Habe ich auch noch nie gehört, aber dann ist es anscheinend so. Und wir starten wie die letzten Wochen auch erstmal ganz entspannt mit unserem Grundschritt, okay? Das heißt, schaut einmal zu. Wir tanzen ein paar Mal Grundschritt. Ich ziehe euch sehr, sehr gerne einmal mit, für zu Hause mit ein. Wir starten, Männer, wie immer mit dir rechts, die Damen mit links, mit dem Startfuß. Alle bereit? 5, 6, 7, 8, Start. 2, 3, Cha-Cha-Cha. 2, 3, Cha-Cha-Cha. Machen wir direkt nochmal. Cha-Cha-Cha. 2, 3, Cha-Cha-Cha. Und ich denke, da sind auf jeden Fall wieder alle dabei und wir können direkt wieder was dazu nehmen. Okay, schaut einmal. Wir möchten von hier aus einmal Damen-Solo tanzen. Einmal rechts herum, einmal links herum. Alle bereit? 5, 6, 7, 8, Start. 2, 3, Cha-Cha-Cha. Dame dreht. Cha-Cha-Cha. Dame dreht. Können wir wieder zugreifen und anschließend können wir wieder Grundschritt tanzen. Machen wir direkt nochmal aus einer anderen Perspektive. Sofort nach dem Startschritt, nach dem halben Cha-Cha-Grundschritt, Hand nach oben für sie, dass sie rechts rumdrehen kann. Wir lassen die Hand oben, sie dreht anschließend links herum. Alle bereit? 5, 6, 7, 8, Start. 2, 3, Hand geht hoch, Rotation. Links herum drehen, links herum. Anschließend können wir wieder zugreifen und wir haben es geschafft. Okay, wichtig nochmal, wenn wir ein Damen-Solo führen, die Hände müssen, oder ich sage jetzt mal, die gefassten Hände müssen als Vorbereitung rechtzeitig nach oben gehen, gerade beim ersten Cha-Cha-Cha. Das heißt, beim dritten Cha-Cha-Cha, wo danach die Spot-Turn auch kommt, sollte die Hand oben sein und auch möglichst so hoch, wie groß auch die Dame ist, also mindestens auf Augenhöhe eher einen Ticken drüber, weil sie möchte ja unter dem Tor einmal durchgehen und sie möchte immer ja noch bei einem Damen-Solo gut aussehen.
Das heißt, wenn wir gerade nur noch mal das Cha-Cha-Cha tanzen, wir haben Cha-Cha-Cha. Ihr könnt erkennen, meine Hand ist gut weit oben positioniert, sodass Muriel ohne Probleme durch das Tor durchgehen kann. Ich begleite sie, Cha-Cha-Cha, und danach könnte zum Beispiel wieder ein Grundschritt kommen. Wir nehmen einen kompletten Grundschritt voraus, komplett. Anschließend Vorbereitung, Hand geht nach oben, Damen-Solo nach rechts und dann gucken wir mal, ob wir da alle angekommen sind. Ihr seid bereit, kompletter Grundschritt voraus. 5, 6, 7, 8, Start. 2, 3, Grundschritt. 2, 3, Cha-Cha-Cha. Vorbereitung, Hand geht hoch, sie dreht. Wir können wieder zugreifen und Wiege hinterher, Cha-Cha-Cha und so weiter und so fort. Ja, nein, vielleicht? Klar. Ben ist auf jeden Fall dabei. Musik? Lass uns das doch einmal mit Musik machen, oder? Ja. Ich habe da was vorbereitet. Neuer Song? Ganz neuer Song. Wow, noch nie gehört die Platte. Du auch noch nicht, oder? Mann, Mann, Mann. Wir machen es aus einer anderen Perspektive, oder? Einmal von hier aus gezeigt. 5, 6, 5, 6, der Grundschritt und Start. 2, 3, Cha-Cha-Cha. 2, 3, Cha-Cha-Cha. Vorbereitung, Hand geht hoch. Sie dreht, wir greifen wieder zu. Anschließend wieder Grundschritt. Cha-Cha-Cha. Nochmal Vorbereitung. Damen-Solo. Cha-Cha-Cha. Sie dreht. Wir können wieder zugreifen. Dann haben wir es geschafft. Zeigen wir noch einmal aus einer anderen Perspektive. Alle bereit? Für mich ein. 5, 6, 5, 6, 7, 8 und Start. 2, 3, Grundschritt. 2, 3. Cha-Cha-Cha, jetzt geht's los, Hand geht hoch, sie dreht, wieder zugreifen und anschließend wieder der Grundschritt. Okay, sehr schön. Ich glaube, soweit sind noch alle mit dabei. Von hier aus auf jeden Fall möchten wir gerne auch das Damen-Solo auf der anderen Seite einmal ausprobieren. Das heißt, sagen wir nochmal aus der Perspektive, ich glaube, da kann man es am besten erkennen, haben wir gerade geübt, dass die Hand natürlich rechtzeitig oben ist, bei dem Damen-Solo nach rechts. Achten wir selbstverständlich auch darauf, wenn die Dame links herum dreht. Gleiches Spiel. Wir sagen immer, da wo die Fingerspitzen hinzeigen, wir zeigen es einmal aus dieser Perspektive, dann kann man es besser erkennen. Ich mache extra ein wenig Platz. Da wo die Fingerspitzen hinzeigen, das gibt die Drehrichtung der Dame an. Das heißt, einmal von der Seite, wenn sie Muriel gerade so stehen bleibt, wäre das ein Damen-Solo nach rechts. Ne? Meine Fingerspitzen zeigen rechts herum. Das heißt, wenn sie dreht, kommt sie wieder hier an, dreht rechts herum. Ich positioniere mich wieder auf der anderen Seite, zeigen die Fingerspitzen nach links. Ist natürlich das Damen-Solo nach links gefragt als Vorbein. Das heißt, sie kann links herum drehen. Also ist immer entscheidend und da kann vor allem der Dame helfen, wenn die Fingerspitzen in die richtige Richtung zeigen, erleichtert, ich sage jetzt mal, dass der Muriel um einiges, weil sie schon sofort weiß, alles da, der Flo wünscht sich diese Richtung oder die andere Richtung. Ja? Und das möchten wir natürlich beides einmal kombinieren. Das heißt, wir haben einen Grundschritt, einmal zugeschaut, Cha-Cha-Cha, 2, 3, Cha-Cha-Cha, Hand geht hoch, Cha-Cha-Cha, sie dreht rechts herum, ich lasse die Hand oben, links herum und wir können danach wieder zugreifen. Ja, nein, vielleicht? Klar, sieht gut aus. Mega, danke, danke. Lange trainiert dafür, dass es so aussieht, wie es jetzt aussieht. Mhm. Und jetzt nochmal wichtig, dass wir ihr nicht im Weg stehen, Männer, für uns, einmal auf die Füße geachtet. Wenn wir das Damen-Solo nach links tanzen, gehe ich tendenziell mehr über Kreuz, als die vorwärts wirklich zu tanzen. Warum? Ihr seht selbst, ist gefährlich hier, dass irgendeiner von uns stolpert oder vor allem die Dame stolpert. Das heißt, ich gehe aus dem Weg, das heißt, wir drehen danach. Alles Paletti, wir können zugreifen und danach wieder einen Grundschritt tanzen. Ja, einfach nur dafür, dass wir dann der Dame nicht im Weg stehen und sie ihre Rotation gut ausüben kann. Wir tanzen Grundschritt komplett. Einmal Damen-Solo nach rechts, Damen-Solo nach links. Und dann geht es in wenigen Augenblicken auch weiter. Alle bereit? Ben, wir nehmen direkt mit Musik. Oh ja, wenn es ja. Okay ist. Sehr, ja, klar. Yeah. Cool. Wenn du dazu, steht auch hier. Wenn du dazu singen möchtest, sehr gerne. Nein, danke. Nicht? Schon. 5, 6, 7, 8, Start. 2, 3, Cha-Cha-Cha. 2, 3, Cha-Cha-Cha. Vorbereitung. Cha-Cha-Cha. Sie dreht. Cha-Cha-Cha. Links herum. Wieder zugreifen. Einmal angekommen. Machen wir direkt nochmal von der anderen Seite? Klar. 5, 6, 5, 6, 7, 8 und Start. 2, 3, Cha-Cha-Cha. 2, 3, Cha-Cha-Cha. Hand geht hoch, Vorbereitung. Gleiches Spielchen hier, Vorbereitung. Wir können wieder zugreifen und wir haben es geschafft. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Danke.
Vielen Dank für den Applaus. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, sehr, sehr gerne einfach nachfragen. Genau. Wenn ihr Fragen habt, ja, dann einfach immer in den Chat schreiben. Ja, und dann werde ich das gerne weitergeben. Dann haben wir schon eine Frage, und zwar die Sabrina hat geschrieben, ob es auch heute wieder ein bisschen flotter wird. Ja, sie tanzt schon seit 11 Jahren. Ich glaube, da möchte jemand noch einen kleinen coolen Trick dazu haben. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe eben schon was gesehen. Da kommt noch was. Da kommt auf jeden Fall noch was. Bleib am Ball, da gibt gleich noch was. Gibt es eine kleine spannende Kombination. Deswegen machen wir jetzt auch weiter, dass wir natürlich da gleich, ich sage es mal, anknüpfen können. Ja? Also abwarten geht in wenigen Augenblicken damit weiter. Und ich würde sagen, wir haben verstanden, Damensolo nach links, Damensolo nach rechts. Und wir möchten anschließend ein Hand-zu-Hand tanzen. Das ist das Gegenstück zur Promenade. Die Promenade sollte, denke ich, auf jeden Fall bekannt sein. Ne? Da gehen wir vorwärts in die Wiegen rein, einmal auf der Seite und auf der anderen Seite. Hand zu Hand ist das Gegenstück. Das heißt, da sind wir rückwärts in die Wiegen gegangen. Und das möchten wir nach dem Damensolo nach links einmal anknüpfen. Das heißt, die Dame dreht rechts herum. 2, 3, Hand bleibt oben. Cha, cha, cha. Sie dreht links herum. Und anschließend möchten wir von hier aus in ein Hand zu Hand gehen. Das heißt, beide rückwärts. Anschließend können wir Cha-Cha-Cha tanzen, nochmal Hand zu Hand. Und wir haben einmal quasi die Situation gewechselt. Wichtig, damit das besser funktioniert, schaut einmal, ich verrate euch direkt den Trick, damit sie auch wirklich gut merkt, hey, wir möchten anschließend in die Rückwärtswiegen gehen. Sie dreht links herum und ich biete ihr hier eine Stopphand an. Die Stopphand gibt ihr oder kann ihr das Zeichen geben, hey, guck mal, Muriel, wir drehen nach hinten auf. Das heißt, ich gebe hier einen kleinen vorsichtigen Impuls, dass sie merkt, hey, alles da, wir tanzen Rückwärtswiegen. Cha-Cha-Cha, hier angekommen, Wiege. Cha-Cha-Cha. Wir starten gemeinsam von vorne. Kompletten Grundschritt. Damensolo nach rechts, nach links. Hand zu Hand auf der einen und einmal auf der anderen Seite. Alle bereit? 5, 6, 7, 8 und Start. 2, 3, Cha-Cha-Cha. 2, 3, Cha-Cha-Cha. Jetzt geht's los. Hand geht hoch. 2, 3, Cha-Cha-Cha. Links herum. Hand gegeben. 2, 3, Cha-Cha-Cha. 2, 3, Cha-Cha-Cha. Dann dreht sie. Cha-Cha-Cha, sind wir wieder angekommen. Ja, nein, vielleicht? Klar. Cool. Von der anderen Seite, und wir ergänzen eine Kleinigkeit, dann haben wir das Grundgerüst quasi schon. Und ich hätte gern, dass wir nach dem zweiten Mal Hand zu Hand einmal eine Spot-Turn tanzen. Wow, wow. Das heißt, sie dreht links herum. Danke, danke, vielen Dank. Wir tanzen Hand zu Hand, Nummer 1. Erstes Mal. Cha-Cha-Cha. Zweites Mal bieten wir wieder eine Hand an, sodass sie erkennt, okay, da passiert wieder irgendwas. Und ich möchte ihr hier sagen, hey, wir drehen beide, ich löse die andere Hand. Wir können wieder in Tanzhaltung zugreifen und halten es geschafft. Ja, nein, vielleicht? Wir probieren aus mit Musik. Ich zähle alles mit, keiner Sorge. Seid bereit? 5, 6, 7, 8, Start. 2, 3, Cha-Cha-Cha. 2, 3, Cha-Cha-Cha. 2, 3, Cha-Cha-Cha. 2, 3, Cha-Cha-Cha. Links herum, Cha-Cha-Cha. Hand zu Hand, Cha-Cha-Cha. Hand zu Hand, Spotte. Beide drehen, Cha-Cha-Cha. Anschließend wieder in den Grundschritt. Machen wir direkt nochmal aus einer anderen Perspektive. Ja, hier. Ihr seid bereit? Ein Durchgang noch. 5, 6, 7, 8, Start. 2, 3, Cha-Cha-Cha. 2, 3, Cha-Cha-Cha. Jetzt geht's los. Hand geht hoch. Cha-Cha-Cha. Links herum. Abchecken. Gleiches Spiel. Checken. Zugreifen. Und wir sind wieder angekommen. Cha-Cha-Cha. Okay. Ben. Ja, bitte? Alle noch dabei? Ja, klar. Auf jeden Fall, oder? Ja. Cool. Ich glaube, hier wird auch fleißig getanzt. Glaubst du? Glaubst du, also es schreiben nicht so viele und das heißt immer, es ist ein gutes Zeichen. Ganz genau, dafür, oder? Gucken viele, schreiben nicht so viele. Das ist immer ein gutes Zeichen. Das heißt, alle fleißig am Tanzen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, sehr, sehr gerne nachfragen. Ansonsten gerne auch nochmal an ben@tanzschule-dresen.de eine E-Mail schreiben, falls im Nachhinein nochmal Fragen sein sollten. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir erstmal weiter, oder? Genau. Und vielleicht nochmal eine kurze Frage in Richtung YouTube. Wo ist eigentlich hier der Muriel Fanclub? Den vermisse ich ein bisschen. Ihr seid ganz schön ruhig heute. Vielleicht habe ich jetzt einen Fanclub. Glaube ich nicht. So, wieder 3 Leute weniger, okay. 3 Leute weniger, oh Mann. Ich kriege nie einen Fanclub, glaube ich, zusammen. Nein. Na gut, wir haben das zweite Mal Hand zu Hand getanzt. Schaut mal, 2, 3, tanzen hier die Spot-Turn hinterher mit 2,
drei, tscha, tscha, tscha. Von hier aus möchten wir einmal unsere Handfläche nach oben zeigen lassen. Die Idee ist, die wir jetzt gleich verfolgen, wir möchten immer noch ein Damensolo nach links tanzen. Also die Idee, die wir vorhin auch verfolgt haben, aber mit einer anderen Position oder Handhaltung, die wir am Ende erreichen. Das heißt, sie dreht links herum und ich möchte nichts anderes, wie, oder stellen wir zumindest nichts anderes vor, Tablett nach oben zu bringen. Und dadurch dreht die Muriel auch. Das heißt, schaut mal, Tablett nach oben, es ist 2, 3, tscha, tscha, tscha. Ich bringe mich in eine Position, dass ich quasi meinen Ellenbogen ja, zur Paarmitte bringe. Ja? Keine Sorge. Es sieht sehr gefährlich aus. Es sieht sehr gefährlich aus. Deswegen kommt auch da schon der Sicherheitshinweis. Wenn wir das tscha, tscha, tscha tanzen als Vorbereitung, geht die Hand so nach oben, ja, dass es eigentlich für hier auf jeden Fall schon wieder auf Augenhöhe ist, sodass Muriel merkt, okay, es wird auf jeden Fall keine Promenade oder kein Hand-zu-Hand. Anschließend begleite ich sie in die Rotation hinein und von hier aus könnt ihr es erkennen, ich bringe meinen Ellenbogen nach vorne und nicht zur Seite, weil da steht Muriel, nach vorne, dass sie erstmal drehen kann und jetzt über oben oder über oben nach unten wieder zurück, dass wir hier in einer guten und sicheren Position sind. Ja? Schaut gerade noch einmal, weil das, wie gesagt, eine, sag ich mal, knifflige Stelle ist. Wir sind hier angekommen mit dem Cha-Cha-Cha. Vorbereitung hier. Jetzt dreht sie. Ich begleite sie immer noch. Mein Ellenbogen geht nach vorne weg, weil da steht die Muriel. Da kann es nicht hingehen mit 2, 3, tscha, tscha, tscha. Und wenn ich das gerade nochmal alleine zeige für uns als Herren, wo man das gut erkennen kann, perfekt. Von hier aus, wenn die Hand durch die Mitte durchgeht, wirklich über oben oder über vorne, kann sie hier drehen. Über vorne, oben geht sie langsam wieder nach unten, dass ich der Muriel bloß nicht, ich sage jetzt mal, zu nahe komme und sie danach immer noch, ich sage jetzt mal, normales Gesicht hat ohne ein blauen Auge, ohne ein blaues Auge. Wäre zumindest nett, oder? Wäre zumindest nett. Wir zeigen das einmal. Mit blauem Auge? Mit blauem Auge, richtig. Einfach für unsere Kundschaft, oder? Nee, besser nicht. Also schaut mal, zweimal. Alles für den Stream. Alles für den Stream. Wir haben die Spot-Turn-Geschichte getanzt. Drehen, drehen. Die Vorbereitung. Sie, ich drüber, tscha, tscha, tscha. Dann sind wir in dieser Position angekommen und von hier aus geht es erst in den Grundschritt. Grundschritt, tscha, 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 haben wir es geschafft. Was danach kommt, verraten wir natürlich gleich. Okay? Ich würde sagen, wir probieren einmal aus. Direkt ab der Wiege rückwärts, Hand zu Hand, Nummer 2. Danach Spot-Turn und dann die neue Geschichte von gerade eben. Ihr seid bereit? Mit der Musik? Wiege geht's los. Einmal kurz ohne Musik, Ben. Ich weiß, du bist nervös. Ich bin aufgeregt. Ja, merke ich schon. Lass uns einmal kurz ohne machen. Na gut. 5, 6, 7, 8. Wiege, Spot-Turn und drehen. Drehen, Vorbereitung, mit dem Ellenbogen aufpassen, tscha, tscha, tscha. Und tatsächlich sind wir dann erstmal in dieser Position, dass ich hier noch ganz, ich sage es mal mit zwei Fingern, wirklich leichten Kontakt zu Muriel habe. Ja, aber sie quasi auch keine Schmerzen hat, weil ich halte ihre Hand ja nicht aktiv fest. Auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Ben, hast du dazu eine Frage? Nein, nicht mehr. Gibt es im Chat dazu Fragen? Mario Spindler ist begeistert. Ja, besser ist, ja, besser. Bombe, diese Führung. Mhm. Ja. Vielleicht solltest du nochmal klären, welcher Teil vom Arm da in Richtung Kopf geht. Unterarm, Oberarm. Das ist doch das Mittelding, Ellenbogen. Mittelarm. Oder? Mittelarm. Ganz, der ja. Mittelarm geht nach oben. Das heißt, schaut mal, sind wir hier angekommen. Der Mittelarm, auch Ellenbogen genannt, ja, geht durch die Mitte einmal durch. Und von hier aus dreht sie über oben nach unten, kommen wir hier an. Und ja, Herr Spindler, gar kein Problem. Also, wenn es da nochmal Fragen gibt zur Oberarm, Unterarm, Oberschenkel, Unterschenkel, Fußgelenk, keine Ahnung, kannst du mich gerne nachfragen. Kannst du gerne fragen. Ja, gebe ich so weiter. Super. Wir tanzen einmal von vorne bis dahin. Mit Musik? Ja, komm, mit Musik, mit Musik. Ich habe einen super Song. Jetzt, wo du es sagst. Alle mal. 6, 5, 6, 7, 8, Start. 2, 3. Grundschritt. 2, 3. Jetzt geht's los. Damen-Solo. Normales Damen-Solo. Auch hier nach links. Abgecheckt ins Hand zu Hand. Nummer 1. Cha, cha, cha. Nummer 2, Spot Turn. 2, 3, jetzt geht's los. 2, 3, cha, cha, cha. Grundschritt. Cha, cha, cha. Sind wir wieder angekommen und wir hätten es geschafft. Wollen wir noch einmal von der anderen Seite? Na klar, einen haben wir noch. Okay. Das ist nett von dir. Danke dir. So bin ich. 5, 6, 5, 6, 7, 8, Start. 2, 3, cha, cha, cha. 2, 3, cha, cha, cha.
Flug, dein Hand geht hoch, sie dreht, cha cha cha, sie dreht erneut, cha cha cha, Hand zu Hand, cha cha cha. Nummer 2, spotten, greifen sie, ich drüber, damit dir nichts passiert, cha cha cha, und wieder angekommen. Ben, was sagst du? Gefällt dir? Total. Hoffentlich auch. Hoffentlich auch. Mhm. Hoffe ich auch. So, boah. Schwierig heute. So, ganz was machen wir denn jetzt da mit der Hand der Partnerin schön in der Achselhöhle drin? Schön, lecker, ne? Weiß noch nicht, ne? Weiß noch nicht zuzuordnen. Ja, vielleicht müssen wir der Muriel ja doch nochmal ein Mikro geben, dann kann die sich auch mal dazu vielleicht, äußern. Vielleicht, dann kann sie sich wehren. Ja, wehren. Ja. Man weiß es verbal nicht. Wehren. Verbal wehren, ja. Richtig. Nein, ich verrate es dir aber sehr, sehr gerne und auch allen anderen. Verbal wert, wert am längsten? Ja. Wenn ich glaube, es reicht dann. So. Marc, kannst du mal aufschreiben in mein Sprüchebuch, bitte? Da müssen wir bei Spruch 1 angekommen. So, meine Top 1 Sprüche aus meinem Sprüchebuch. Boah, ey. Ja, hast du aber schon viele gesammelt, Ben, muss ich schon sagen. Mhm. Ja, aber schon, ich meine, dafür schon ziemlich guten. Ja, also muss ich schon sagen, also hast du hoch angesetzt, ganz hoch angesetzt. Na gut, wir verraten, wie es hier weitergeht. Wir haben das Cha-Cha-Cha, das zeigt mir gerade noch immer, eben nochmal, getanzt mit Cha-Cha-Cha. Vorbereitung, von hier aus dreht sie, ich meinen Ellenbogen über oben, na, vorsichtig wieder die Dame nach unten genommen. Von hier aus tanzt sie nichts anderes, wie das, was ich vorhin auch gemacht habe. Nämlich sie steigt etwas drüber, weil sie möchte mir nicht in den Weg kommen und ich möchte einen Herrensolo nach links tanzen. Das heißt, ich steige von hier aus einmal drüber, komme wieder an, cha-cha-cha, und wir lösen die ganze Situation auf und können anschließend wieder in den Grundschritt kommen. Was da passiert ist, schaut nochmal, wir sind hier angekommen. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so im Schwimmbad die Kraulbewegung. Das heißt, ich kraule mit meinem rechten Arm drüber. Das ist die erste Aktion. Auch hier wieder, guckt, dass es von oben passiert. Es darf nicht direkt durch die Mitte passieren, weil ihr seht genau, was hier passiert. Mein Ellbogen kommt gefährlich nah zu Muriel hin. Wichtig ist also hier tatsächlich, ja, dass der Ellbogen über oben geht. Über oben gehe ich durch. Der rechte? Richtig, der rechte. Hast du gemerkt jetzt? Ja. Der rechte geht über oben drüber, anschließend mein linker Arm auch wieder über oben, dass ich mich wieder eindrehen kann und dann über das Cha-Cha-Cha kann ich die ganze Situation wieder auflösen. Fancy, oder? Schau noch einmal. Ich zeige euch das nochmal von dem Cha-Cha-Cha aus. Wir haben also Cha-Cha-Cha, sie dreht, Cha-Cha-Cha, Graubewegung 1, 2, Cha-Cha-Cha. Wir sind im Grundschritt angekommen und haben die ganze Situation aufgelöst. Nice. Nice. Oh yeah. Okay, wir starten einmal. Mama schreibt und schön auf die 12. Und wir starten einmal ab dem zweiten Hand zu Hand mit unserer Wiege begonnen. Und ich zähle mal ganz langsam für alle mit. Ne? Zweites Hand zu Hand, das heißt, er geht links rückwärts, die Dame rechts rückwärts, anschließend Spot-Turn hinterher. 5, 6, 7, 8. Wiege. Cha-cha-cha. Spot-Turn. Cha-cha-cha. Ellenbogen nach oben, cha-cha-cha, Graubewegung 1, 2, cha-cha-cha, wieder zugreifen und dann haben wir die Situation bereinigt. Wir starten einmal von vorne, ja. Komplett durch. Marc, kannst du dir vorstellen, Stress, langsam. Wir hätten unserer Ausbilderin und Mentorin Christa Fenn das als Prüfungsfolge angeboten? Ich sage mal so, der Vorteil wäre, wir hätten den Arm nicht so weit hochheben müssen. Ne? Hätten wir es mit ihr zusammen getan. Mit ihr zusammen, ja, aber also ungewöhnliche Folge, aber da steht der Flo ja für, ne? Es muss ja auch mal was Neues sein, oder? Ja. Absolut, absolut. Ja. Finde ich auch. Also ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Folgen. So sieht's aus. Spruch 2 in meinem ungewöhnliche Spielbuch. Lehrer. Ja. Aber ich meine, wir sagen es mal so, wir hatten ja auch immer schon klassische Abfolgen und da gerne auch nochmal unseren Verweis auf YouTube. Ja, YouTube könnt ihr gerne euch mal durchklicken bei uns auf dem Account Tanzschule Dresden, einfach auch bei YouTube eingeben und da könnt ihr euch durchklicken. Wir haben da alles Mögliche von Rumba, Cha-Cha, Jive, über Disco Fox, über West Coast Swing natürlich mit dem Marc, über Line Dance mit dem lieben Ben. Also guckt da gerne mal durch, da haben wir schon wirklich sehr, sehr viel mittlerweile auch im Angebot und da könnt ihr euch von den letzten Wochen und Monaten einmal durchklicken und habt da eigentlich wirklich ganz viel Material für zu Hause. Ja? Ja, und für unsere lieben Tanzschule Dresden Mitglieder haben wir auch was ganz Besonderes am Sonntag. Wenn ihr nämlich mal ein bisschen Cha-Cha-Cha, Rumba, ein Disco-Föckchen hier und da und ein bisschen was gucken wollt, haben wir natürlich was für euch im Angebot für alle Dresden Mitglieder jetzt am Sonntag. Mann, oh Mann, nicht schön.
schlecht, nicht schlecht. Da freuen wir uns drauf. Wie war das nochmal? Disco-Föchschen? Oder was war das? Disco-Föchschen? Was hast du anmoderiert? Disco-Föchschen. Ja, Disco-Föchschen. Ja. Disco-Föchschen. So ein Piccolöchen. So kleiner. Genau. Kleiner. Ja. Mit dem Körchen. Eierlikörchen. Ja. Disco-Föchschen. Ja, viel Spaß da. Und weiter. Danke, ist aber nett, dass ich jetzt auch mal wieder darf. Ich habe das Gefühl, ich darf doch nicht unterrichten. Bin mir aber nicht ganz sicher. Gut, wir zeigen das einmal komplett von vorne, dass wir alle nochmal die Folge auf jeden Fall haben. Wir denken nochmal am Ende dran, die Hand geht nach oben, das heißt Ellenbogen über oben, nach unten anschließend, die Kraulbewegung. Ne, das war die neue Aktion von gerade eben. Ihr seid bereit? Wir starten einmal komplett von vorne. 5, 6, 7, 8, Start. 2, 3, Grundschritt. 2, 3, Cha-Cha-Cha. Hand geht hoch, Damen, Solo Nummer 1, drehen, drehen Sie, dreht erneut. Anschließend Hand zu Hand, wiege, cha, 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 jetzt Spot, turn, cha, 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 drehen, drehen, cha, 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 wiege, cha, 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 er dreht, aufräumen, anschließend sind wir wieder im Grundschritt angekommen. Ben, was sagst du? Mit Musik? Wahnsinn. Ja, gerne. Cool. Ich hab einen super Song. Hast du das erste Mal bis jetzt gesagt, ne? Also schon viele neue Songs heute. Also ich finde, jeder Song ist ein Hammer. Ja. Also muss ich sagen, Charts. Ich mach die Charts. Das gehört alles dir. Alles mein. 5, 6, 5, 6, 7, 8 und Start. 2, 3, cha, cha, cha. 2, 3, cha, cha, cha. 2, 3, Hand geht hoch. Sie dreht. Cha, 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 spotten, cha, 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 aufpassen, erst wieder rüber, sie tanzen, vorsichtig über Kreuz, dass da nichts passiert, sind wir also wieder angekommen. Machen wir gerade noch einmal und dann habe ich noch eine Kleinigkeit, oh. Ja, aber die geht ganz schnell versprochen. 5, 6, 7, 8, Start, 2, 3, cha, 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 2, 3, cha-cha-cha. Hand geht hoch. Sie dreht erneut. Hand zu Hand. Hand zu Hand. 2, 3, Spot-Turn. Hand anbieten. Ellbogen rüber. Kraulbewegung. Hier wieder angekommen. Okay. Ja, nein, vielleicht? Ja, klar, voll drauf. Gut, schaut mal, wir haben nach dem zweiten Mal Damen-Solo ganz am Anfang gesagt, wir tanzen von hier aus, cha-cha-cha, abgecheckt in unser erstes Hand-zu-Hand. Von hier aus hätte ich gerne, dass wir unser cha-cha-cha etwas upgraden. Nämlich mit einer Rotation, wir können drehen. Wir haben drehen, drehen, drehen und kommen in der gleichen Position wieder raus, hoffentlich, das wäre nicht verkehrt, um danach wieder in ein Hand-zu-Hand gehen zu können. So als kleines Upgrade. Dann alles andersrum? Wäre nochmal das Upgrade obendrauf, wer zu Hause optional das möchte. Aber für uns heute das Upgrade, tatsächlich, wenn ihr möchtet, statt Wiege und nur Cha-Cha-Cha ohne Rotation, können wir auch sagen, hey, wir tanzen Wiege von hier aus nach innen gedreht. Das heißt, sie rechts herum, ich links herum mit Drehen, 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 auffangen. Von hier aus in unser zweites Hand zu Hand. Optional möglich, ja, wenn ihr das zu Hause ausprobieren möchtet, um nochmal, ich sage jetzt mal, die kleine Kombination noch mehr aufzuwerten. Okay? Gerne. Würde ich sagen, ja, machen wir das nochmal. Ja, zeig von vorne Seite. Mit Musik und dann haben wir es schon geschafft. Oder? Ja, ja, wie du möchtest. Du bist der Chef, hatte ich ja so gesagt. Also bin ich mir nicht sicher, ob ich wirklich der Chef bin, aber ja. Boah, Alter. 5, 6, 7, 8, Start. 2, 3, cha, cha, cha. 2, 3, cha, cha, cha. 2, 3, Hand geht hoch. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. 2, 3, cha, cha, cha. Wiege. Spot turn. Cha, cha, cha. 2, 3, cha, cha, cha. Kraulbewegung. Hier greifen wir dazu. Cha, cha, cha. Haben es geschafft. Okay, machen wir nochmal. Ja, und also ich bin ganz ehrlich, ich habe das Kraulen überhaupt nicht gesehen. Also die Kraulbewegung nicht gesehen, soll ich noch deutlicher machen? Ach so, ich war bei Muriels Hand, dass die krault am Rücken. Oh. Ah, habe ich falsch verstanden. Schön, dass du dabei warst. Tut mir leid.
Ganz schwierig. Wir zeigen es noch einmal von der anderen Seite und da zeigen wir nochmal die Grundversion von heute. Und ja, ihr merkt wahrscheinlich auch, je nachdem wie flott der Cha-Cha-Song ist, ist das empfehlenswert, mal auszuprobieren mit der Rotation. Aber ich sage es mal, wenn das noch flotter wird, ist wahrscheinlich auch sportlich schnell. Das heißt, gerne ausprobieren. Das ist ja kein Thema für euch, oder? Gar kein Thema. Ja. Gar kein Thema. Aber ansonsten, wie gesagt, auch einfach die Rotation weglassen, hat man auch immer noch eine sehr, sehr schöne Kombination. Wieder drei. Zeit dazu nicht. Fünf, sechs, sieben, acht, Start. 2, 3, cha, cha, cha. 2, 3, cha, cha, cha. Hand geht hoch. Sie dreht. Links herum. Stoppern. Grundversion. Cha, cha, cha. Spotten. Cha, cha, cha. Aufpassen. Cha, cha, cha. Ihr Lieben, haben wir es schon geschafft? Dankeschön. Ja, ein großes Danke an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder angeschaltet habt. Und danke natürlich auch an den Flo und die Mubiel. Ja, wieder wirklich eine sehr, sehr schöne, witzige kleine Folge. Plus das Upgrade natürlich für alle die schon so ein bisschen fortgeschrittener unterwegs sind mit den zusätzlichen Drehungen. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man das auf unterschiedliche Geschwindigkeiten mal ausprobiert, ist man da schon ein bisschen beschäftigt zu definitiv, Hause im Wohnzimmer. Definitiv. Ja? Wir machen gleich weiter mit dem Mario Spindler, der DiscoFox-Weltmeister, lädt zum Tanz eine kleine DiscoFox-Kombination zusammen mit seiner Partnerin, der Isabel. Und dann haben wir heute Abend nochmal zwei Zoom-Workshops für West Coast Swing-Tänzerinnen und Tänzer. Wir haben einmal einen Follower-Styling-Workshop und einen Leader-Styling-Workshop. Infos dazu bei uns im Facebook-Kanal oder auf der Website tanzschuledresen.de. Ansonsten haben wir morgen wieder einen ganzen Haufen Workshops für euch. Line Dance bei mir. Dann haben wir wieder das West Coast Swing Workshop Bingo mit dem Marc. Und abends treffen wir auf den Dennis Straub. Er wird dem Flo, dem Marc und mir mal so ein bisschen erklären, wie das Ganze mit dem Hip-Hop und Hip-Hop-Tanz natürlich funktioniert. Und Jungs, habt ihr schon eure Hip-Hop-Outfits parat für morgen Abend? Gut, an der Stelle würde ich sagen, wenn ihr wissen wollt, ob Flo, Marc und ich im Hip-Hop-Outfit da stehen, dann schaltet morgen Abend ein ab 22 Uhr. Ansonsten vielen Dank für heute und bis gleich bei Mario. Tschüss. Tschüss, Lieben.